Ich möchte heute mit euch Tomatennudeln mit Rinderfilet und Rucola kochen. Hey Leute, mein Name ist Timo und willkommen auf dem Surau-Kanal. Heute möchte ich euch einen ganz besonderen Gaskocher vorstellen und mal wieder mit euch etwas Leckeres zusammen kochen. Dann würde ich sagen, los geht's. Und hier haben wir den Fire Maple Star X2 Gaskocher mit dem dazugehörigen Kochset. Ja, und ich würde sagen, wir packen das einfach mal aus und schauen, was da erstmal so drinnen ist. Ich finde es schon mal sehr praktisch und kompakt gepackt. Ja, zuallererst, was man draußen hier schon mal sieht, das war dann noch so im Karton mit dabei. Das sind so Neopren-Manschetten, dass das, denke ich, auch warm bleibt und man den Topf auch so draußen nehmen kann, ohne sich die Hände zu verbrennen. Das probieren wir dann auch nochmal. Dann machen wir das Ganze doch mal auf. Das gehört sich eigentlich mit rein, nur da habe ich mich ein bisschen dumm angestellt. So schaut das Ganze aus. Das hier ist unser Gaskocher. Ich finde das Design schon mal echt schön. Machen wir das Ganze mal auf. Den Verschluss finde ich auch echt praktisch. Da haben wir hier quasi direkt einen Topf dabei mit einem Henkel. Ein Deckel fürs Wasserkochen, auch sehr praktisch. Wo auch nochmal ein Loch ist, wo dann der Wasserdunst weg kann. Das hier ist ein Topfadapter, da kommen wir dann später nochmal mit dazu. Den lasse ich jetzt erstmal noch weg. Die Gaskartusche, die ist natürlich nicht im Lieferumfang mit enthalten. Gibt es aber auch bei uns zu bestellen im Shop. Die kann man quasi hier so ja, reinklippen. Da hat man hier so zwei Überstände, wo man das dann reinklippen kann, dass das auch richtig fest ist. Das finde ich schon mal geil, dass man in dem Kochset die Gaskartusche auch gleich mit drin hatte. Das heißt, man hat hier alles kompakt in einem gleich drinnen. Das nenne ich mal Packmaß für so einen großen Gaskocher. Hier ist dann der Kocher selber. Da schraubt man dann unten die Gaskartusche an. Das machen wir dann natürlich alles noch. Und klappt es dann hier rüber. Und dann kann man das auf oder zu hier drehen. Und hier haben wir auch noch einen Elektroanzünder. Also muss man da nicht mit dem Feuerzeug ran. Ja, und dann haben wir hier noch den Topf, da haben wir hier drinnen schon mal so einen Windschutz auch. Und in dem Topf haben wir auch noch eine Literanzeige, wie bei so einem Messbecher. Da weiß man dann genau, wie viel Wasser man reinschüttet. Hier ist dann auch noch für die Gaskartusche so ein Ständer. Die kann man hier dann reinklipsen. Und dann steht das Ganze auch echt fest. Ja, das bauen wir jetzt gleich mal auf, aber davor schauen wir uns noch das Topfset an, was da so mit dabei ist. Das gibt es noch mal extra, auch bei uns im Shop. So. Da haben wir einmal eine geriffelte Pfanne. Sehr gut geeignet, um zum Beispiel Fleisch zu braten. Dann fangen wir mal hier an, noch einen Topf, der müsste 1,5 Liter Volumen, also da kann man 1,5 Liter Wasser darin auch zum Beispiel kochen oder halt einen Eintopf zum Beispiel. Und ich mag das hier mit dem Clipser, das ist echt cool. Da verbrennt man sich hier auch nicht die Finger durch das Kunststoff, weil es auch ziemlich voneinander abgetrennt ist. Ja, dann haben wir hier auch nochmal so einen Wasserkochtopf. Ich finde den perfekt geeignet für Tee oder Kaffee drinnen zum Kochen. Da ist auch extra so ein kleiner, so eine Teekugel, glaube ich, nennt man das. Kann man hier auch so eine kleine Schnur dran machen und dann da drinnen Tee kochen. Zum Beispiel draußen dann so ein Brennnesseltee oder ein Fichtentee sich damit ganz gut machen, ohne dass dann alles da drin rumschwimmt. Und da haben wir natürlich auch jeweils noch einen Deckel mit dabei, welchen man, das finde ich auch ganz cool, hier so feststellen kann. Dann verbrennt man sich da auch nicht die Finger. Und noch mit am Start haben wir hier, ich glaube, das ist ja hier aus Kunststoff noch zwei Schalen zum Essen. Und dann, ja, vielleicht zum Braten. Ich persönlich bin jetzt nicht der Fan von Plastikkochlöffeln. Aber das mag ich allgemein nicht. Das ist einfach nur Geschmackssache. Ich weiß nicht, ich habe da mal Angst, dass da Plastikreste mit dabei sind. Obwohl es auch extra dafür eigentlich gemacht ist. Aber man kann es auch mal zum Umrühren nehmen oder halt auch einfach zum Essen oder zum Servieren. Genau, dann haben wir noch mit dabei einen Schwamm. Ja, damit kann man auch richtig kratzen. Also der ist ziemlich grob.
Ich möchte heute mit euch Tomatennudeln mit Rinderfilet und Rucola kochen. Und ja, da kommt, glaube ich, alles dann perfekt zum Einsatz. Ich persönlich will jetzt zum Beispiel hier in dem Topf auch nur Wasser kochen. Also der ist jetzt so vom Gaskocher selber, da wird nur Wasser drin gekocht. Und für die restlichen Sachen zum Reinigen, dann haben wir das Topset. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, alles zu schnippeln. Und dann geht's ans Kochen. So, zum Schneiden werde ich hier mal das Paracord Neck Knife benutzen. Finde ich auch ganz praktisch, dass man es hier so an der Kette hat. Im Notfall hat man hier auch noch ein bisschen Paracord am Start. Und ja, ziemlich klein. Schauen wir mal, ob wir damit unser Fleisch und alles schneiden können. Probieren wir es einfach mal. So, dann geht's auch schon an den Gaskocher. Wir haben hier quasi so eine Schutzhalterung. Die drehen wir hier um. Und dann dreht man das hier. Erstmal macht man den Gashahn natürlich zu. Ne? Dann dreht man das hier einfach drauf. Dann kommt das hier noch oben drauf. Dann können wir hier schon mal das Wasser einfüllen. Ich habe hier von Miltec die Feldflasche. Die hat, glaube ich, 1 Liter. Und da habe ich schon Wasser vorbereitet. Das können wir hier dann gleich mal reinfüllen. Bis zur Literanzeige. Ich habe es jetzt so geplant, dass ich die Zeit stoppen möchte, wie lange es braucht, bis es Wasser kocht. Und zwar tun wir dann auch den Deckel drauf. Würde ich sagen, fangen wir mal an. Ziemlich laut. Wie ein Düsenjet. 30 Sekunden müssen wir dazu rechnen, 3 Minuten und das Wasser kocht. Machen wir mal ein bisschen runter. Ja, und dann können wir quasi schon die Nudeln reinhauen. Okay, da ist wohl ein kleines Malheur passiert. Da müssen wir kurz mal sauber machen. Da muss man jetzt ordentlich einen Gang runterschalten, weil das Ding produziert eine Hitze, das ist der Wahnsinn. Das Miltec Klappbesteck, auch sehr praktisch. Habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und da schauen wir mal, ja, die brauchen schon noch ein bisschen. Aber eine Hitze entwickelt das Ding, das ist der Wahnsinn. Okay, ich glaube, das mit dem Timer kann ich mir sparen, weil ich habe es einfach übertrieben mit der Hitze. Okay, die Nudeln sind fertig. Hier drehe ich einfach das Gas ab. Boom, so. Das hier, ja, es geht tatsächlich, ne? Es ist jetzt nicht so heiß, dass man sich direkt verbrennt. Vielleicht kriegen wir das sogar, ja, wir kriegen das so einfach hier runter. Das schöpfe ich jetzt mal schnell ab und dann bin ich gleich wieder da. So, dann geht's mal weiter in unserer Kochsession. Hier haben wir jetzt das selber marinierte Rinderfilet. Und dazu würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal die geriffelte Pfanne. Und da haben wir jetzt was ganz Praktisches. Und zwar, wenn ich es finde, diesen Kochtopfaufsatz, der gleich beim Kocher mit dabei ist. Und hier mit diesen Zacken kann man das hier einklipsen. Ja, und schon brutzelt das Ganze, also echt verrückt. Da muss man richtig hinterher sein.
Wir könnten auch volle Pulle. Aber das ist too much. Und einfach wieder ausdrehen und fertig ist der Lack. Ich würde mal behaupten, das kann sich mal sehen lassen. Was ist eure Meinung dazu? Ja, einfach mal, ich glaube, ich habe jetzt circa 10 Minuten gebraucht, um das alles zu kochen. Zwischen 10 und 15 Minuten. Das ist sauschnell, vor allem diese, also... Das habe ich bei einem Gaskocher echt noch nicht erlebt. Das ist ja wie eine Turbine. Ja, das ist fast zu viel, wenn man es voll aufdreht. Muss man ja nicht, man kann es ja regulieren, was ich dann im Nachhinein auch machen musste. Aber meiner Meinung nach ist das Teil grenzgenial. Auch mit dem Kochset noch mit dazu. Wahnsinn, wie schnell man sich da draußen einfach mal was kochen kann. Und ja, muss nicht extra Feuer machen. Ist nicht abhängig vom Strom, sondern kann hier einfach ja auch mal in Krisensituationen würde ich empfehlen, sich solche Gaskartuschen einfach mal zu bunkern daheim ein bisschen. Da hat man eigentlich immer eine Küche dabei. Ich habe jetzt nur die Pfanne gebraucht und den Topf vom Kocher selber. Die anderen habe ich jetzt noch gar nicht gebraucht, aber die werden in Zukunft noch in Einsatz finden, weil das Set werde ich definitiv auf meinen Touren mit dabei haben. Dann probieren wir das Ganze mal. Ist wahrscheinlich extrem heiß. Göttlich. Also mein Mittagessen, würde ich behaupten, ist gerettet. Und dann sind wir wieder am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. All die Produkte, wie zum Beispiel das Besteck, der Kocher, das Kochset oder auch der Gewürzstreuer oder das Messer, gibt es bei uns im Shop unter www.surau.de. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, drückt doch gerne auf Abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.